Syrien, das Erbe des IS. Im Schatten der Corona-Krise formieren sich die Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staates neu. Aus den IS-Gefangenenlagern gibt es immer wieder Ausbruchsversuche. Eine Reisewarnung für Europa angesichts der Corona-Pandemie haben nicht nur die USA ausgesprochen, sondern auch der IS. So bizarr das klingt, es soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass der IS wieder erstarkt und seinen Leuten eine Art göttlichen Schutz vor dem Virus verspricht, wenn sie in den Dschihad ziehen. Willkommen beim Weltjournal. Ich konnte selbst noch kurz vor Ausbruch der Corona-Krise als eine der wenigen internationalen Journalisten die ehemaligen IS-Gebiete in Syrien besuchen. Die langjährige IS-Hochburg Raqqa, die zum Synonym wurde für die Gräueltaten der Islamisten. Ich war im berüchtigten Gefangenenlager Al-Hol, in dem tausende europäische Dschihadistinnen ihr eigenes Kalifat errichtet haben. Unter ihnen lebt auch eine Österreicherin. Und ich konnte die berühmten kurdischen Frauenmilizen besuchen, die maßgeblich am Sieg über den IS beteiligt waren. Der Name der Stadt direkt an der Grenzmauer von Syrien zur Türkei ist um die Welt gegangen. Kobane gilt als Symbol des kurdischen Widerstands, als Symbol für den Mut und Kampfgeist der Frauenmilizen, als Symbol des Sieges über die Steinzeit-Islamisten des IS. Der autonome Nordosten Syriens ist vielleicht das außergewöhnlichste Stück Land der Welt, denke ich, während ich über die Trümmer stapfe. Weite Teile der kurdischen Stadt Kobane wurden im Kampf gegen den IS zerstört. Auf dem Schutt entstand in den Wirren des syrischen Bürgerkriegs das autonome Kurdengebiet, Rojava genannt, zu Deutsch Sonnenuntergang. Mit erstaunlich fortschrittlichen Grundsätzen von Geschlechtergleichstellung bis Basisdemokratie. Bekämpft vom Assad-Regime und noch mehr von der Türkei, der die Selbstverwaltung der Kurden ein Dorn im Auge ist. Ich bin bei den berühmten kurdischen Frauenverteidigungseinheiten, die in der Schlacht um Kobane international Schlagzeilen machten. Beim Kampf gegen den IS standen sie an vorderster Front. Sie zu treffen war nicht einfach. Unter größter Geheimhaltung wurden wir abgeholt. 4 Stunden Autofahrt folgten, über Umwege auf holprigen Straßen. Handys mussten ausgeschaltet sein, damit man uns nicht orten kann. Auch wenn die Frauen lachen und scherzen, die Gefahr ist immer da. Die Kämpferinnen leben und trainieren an geheimen Orten. Dschihadisten sind überall. Versprengte IS-Leute, türkische Militärs. An die 15.000 Frauen stehen unter Waffen. Sie stellen ein Drittel der kurdischen Kampfverbände. Viele Kämpferinnen tragen extra Munition oder kleine Handgranaten bei sich. Bevor sie den Extremisten in die Hände fallen, wollen sie sich selbst töten können. Das Schicksal der Jesidinnen, die vom IS versklavt, verkauft, vergewaltigt wurden, kennt hier jede. Es regnet an diesem Tag, doch das militärische Training soll stattfinden wie geplant. Die Sturmgewehre werden zu einer Pyramide aufgestellt. Jetzt sollen die jungen Kämpferinnen den Aufbau, Umgang und das Schießen mit Maschinengewehren üben. Evindar ist die Ausbildnerin und richtet den Munitionsgurt. Eine Kalaschnikow hat sie schon aufgestellt. Die ersten Frauen nehmen Visier. Um effektiv gegen den Feind kämpfen zu können, bereiten wir uns militärisch vor, in mehreren Bereichen. Wir bereiten uns auf alle möglichen Angriffsszenarien vor. Die Frauenverteidigungseinheiten werden Widerstand leisten. Wir haben keine Angst. Wir werden nicht zulassen, dass Erdogan und türkische Truppen in unser Land einfallen. Daesh, also der IS, ist auch hier. Die Islamisten sind überall. Sie verstecken sich jetzt. Aber wenn sie sich wieder formieren, werden wir sie wieder vernichten. Die meisten der Frauen sind um die 20 Jahre alt. Die Ausbildnerin Evindar ist mit 27 eine der ältesten. Sie hat Kampferfahrung an verschiedenen Fronten. Evindar stammt aus dem syrisch-kurdischen Städtchen Afrin, das vor 2 Jahren einer Militärinvasion der Türken zum Opfer fiel.
Evindar und ihre Familie mussten fliehen. Jetzt hat sie sich dem Kampf verschrieben. Ihre Parole: Es lebe Rojava, das autonome Kurdengebiet. Ich fahre weiter zum größten Gefangenenlager der Welt. Das Lager Al-Hol in Nordostsyrien. Hier leben 70.000 Frauen und Kinder, IS-Frauen und ihre Kinder. Als der sogenannte Islamische Staat militärisch besiegt war, wurden die IS-Kämpfer in Gefängnisse gesteckt, ihre Frauen und Kinder in dieses Lager. Die Frauen, so sagt man uns, vor allem die Dschihadistinnen aus Europa, sind oft noch fanatischer als die Männer. Und sie gelten als äußerst gefährlich. Das ist ein einfacher Maschendrahtzaun, das wundert mich. Ja. Das heißt immer, die sind so gefährlich und dann ist es nur ein einfacher Maschendrahtzaun. Die ausländischen Dschihadistinnen sind in einem eigenen Bereich untergebracht. Im anderen Teil des Lagers sind die syrischen und irakischen IS-Frauen. Araberinnen, die in dieser Kultur aufgewachsen sind. Viele ebenfalls glühende Islamistinnen. Aber von ihnen geht, zumindest hier im Lager, keine Gefahr aus. Haber, Harin und Sascha sind bereit, mit mir zu sprechen. Die Jüngste ist 20 und hat 2 Kinder. Die Älteste ist 39 und hat 11 Kinder. Der IS hat nichts Schlimmes getan. Wir hatten ein komfortables Leben. Wir waren frei. Und der IS hat niemanden im Ausland gezwungen, hierher zu kommen. Gepriesen sei Allah. Bevor wir hierher mussten, war alles besser. Sogar im Krieg war es besser. Unseren Männern geht es schlecht. Sie haben nichts Unrechtes gemacht. Sie waren keine Kämpfer. Ich bin jetzt im Trakt der internationalen IS-Frauen. Es ist unheimlich, keine Gesichter zu sehen, keine Mimik, an der ich mich orientieren könnte. Auch hier tragen ausnahmslos alle Frauen den schwarzen Niqab, den Ganzkörperschleier. Eine dieser Frauen ist eine junge Salzburgerin aus Hallein. Maria G. war 17, als sie zum Islam konvertierte, über das Internet mit Rekrutierern des IS in Kontakt kam und beschloss, ihr Elternhaus zu verlassen und in das Kalifat nach Syrien zu ziehen. Von einem IS-Kämpfer bekam sie 2 Kinder. Jetzt ist sie 23 und will wieder nach Hause. Ich versuche, sie zu finden, doch das ist nicht einfach. Ich suche nach einer Österreicherin, Maria aus Salzburg. Kennt ihr sie? Die syrischen IS-Frauen schütteln den Kopf. Sie kennen sie nicht. Im Trakt der ausländischen Dschihadistinnen, hat man uns gesagt, ist höchste Vorsicht geboten. Die Konvertitinnen sind meist fanatische Islamisten. Reporter sind nicht erwünscht und werden oft attackiert. Ich suche weiter nach Maria und treffe Daniela aus Amsterdam. Seit wann sind Sie im Lager? Seit März vorigen Jahres. Wie sind Sie hierher gekommen? Sie haben uns in Lastwagen hergebracht. Haben Sie Kinder hier? Ja, ich habe 3 Kinder. Wollen Sie hier bleiben oder wieder in die Niederlande zurück? Ich weiß nicht. Ich will nur bei meinen Kindern sein. Sie wollen das Lager mit den Kindern verlassen? Wenn ich zurückgehen muss und die Kinder nicht mitnehmen kann, ich will natürlich bei meinen Kindern bleiben. Eine Mutter will bei ihren Kindern sein. Was hat sie überhaupt nach Syrien gebracht? Mein Glaube an den Islam. In diesen Zelten leben 10.000 Dschihadistinnen aus dem Ausland, viele aus Europa. Deutsche, Britinnen, Französinnen, Frauen aus den Niederlanden, Belgien, Norwegen und Russland. Die Fanatiker haben das Sagen und haben im Lager ein Kalifat errichtet, samt der gefürchteten Religionspolizei Hisbah. Vermeintlich Abtrünnige werden gemäß der Scharia sanktioniert. Sie müssen fürchten, dass ihre Zelte niedergebrannt, ihre Kinder getötet werden. In kurdischen Zeitungen liest man, dass bereits 20 Frauen und Kinder von fanatischen Islamistinnen umgebracht wurden. Maria aus Hallein finde ich nicht. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung drohen ihr in Österreich bis zu 10 Jahre Haft.
Die syrischen IS-Frauen klagen über andere Probleme. Wir können nicht hinaus. Wir sind hier eingesperrt und können unsere Eltern und Verwandten nicht besuchen. Wir wissen nicht, wie es unseren Männern im Gefängnis geht. Unsere Kinder sind traurig. Sie wissen nicht, warum sie hier sein müssen. Im Lager gibt es Gerüchte über Ausländer, die ihre Kinder entführen wollten. Es ist gefährlich hier. Ausländische Organisationen wollen unsere Kinder kidnappen und ihnen die Nieren herausnehmen, um sie zu verkaufen. Das Terrorregime des IS ist zwar militärisch besiegt, doch die Ideologie lebt weiter. Die Frauen hier wünschen sich das Kalifat zurück. Ihre Kinder sind mit dem radikal-islamistischen Gedanken gut aufgewachsen und kennen nichts anderes. Eine tickende Zeitbombe. Die Kurden sind mit der Bewachung und Versorgung der tausenden Dschihadistinnen heillos überfordert. Sie ersuchen Europa, Länder wie Deutschland und Österreich, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Bis jetzt vergeblich. Auch ihr Ersuchen um ein internationales Sondertribunal, das über die IS-Kämpfer richten soll, bleibt ungehört. Zurück im Gästehaus der kurdischen Autonomieverwaltung. Ein Besuch aus Deutschland ist angekommen. Joachim Gerhard aus Kassel ist seit Jahren auf der Suche nach seinen Söhnen, die in den Dschihad gezogen sind. Es war 2014. Mein großer Sohn, der Fabian, war auf der Schauspielschule in Berlin. Und der Manuel war in Berlin auf einer privaten Fotografenschule. Und der Fabian ist dann wieder zurück nach Kassel. Und da hat er seinen Schulfreund wieder kennengelernt. Also ich habe mich wieder getroffen. Der Michael ist ein Eritreer gewesen. Der hat den Islam angenommen, ist dann irgendwann in die Salafisten-Szene reingekommen. Und so hat der Fabian, weil er so gutgläubig ist und hat halt gemeint, man müsste immer jedem helfen, hat er dann den Islam angenommen. Dann kam irgendwann mein kleiner Sohn, ein paar Wochen später, und hat auch gesagt, er möchte auch den Islam annehmen. Und da habe ich halt erst gedacht, das ist so eine jugendliche Phase wieder, wo die jungen Leute durchmachen. Dann sind sie in die Moschee, dann bin ich auch immer manchmal unverhofft mit in die Moschee, weil ich gucken wollte, was da gepredigt wird. Und dann kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, sie wollen nach Wien. Weil der Fabian hat in Wien einen Schauspielkollege gehabt, einen Freund. Da war er auch früher auch schon öfters gewesen. Und dann haben wir gesagt, er will nach Wien fahren, will ihn besuchen. Und das war aber der Tag, wo sie ausgereist sind nach Syrien. Anfangs schicken die Brüder noch Fotos vom Dschihad aus Syrien. 2015 reißt der Kontakt ab. Was sie unter dem Terrorregime des IS gemacht haben, weiß man nicht. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Söhne an diesen Gräueltaten teilgenommen haben? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Das Einzige, was ich halt... Ich kann mir nur vorstellen, dass sie, wenn sie gekämpft haben, dass sie gekämpft haben, um ihr eigenes Leben zu retten. Ob seine Söhne noch leben oder tot sind, ist unklar. Der Vater hofft, dass sie im Gefängnis sind. Morgen will er dorthin. Ich glaube, wenn ich vor dem Gefängnis stehe, zittern die Knie dann. Ich weiß auch nicht, wenn ich direkt gegenüber stehe, wie ist, ob ich anflaumen tue. Oder, also ich glaube, ich würde sie eher in den Arm nehmen und sagen, wir sind da für euch. Wir fahren weiter. Später erfahre ich, die Hoffnung des Vaters wurde enttäuscht. Er hat seine Söhne auch im Gefängnis nicht gefunden. Die Stadt Raqqa war die Hochburg des IS. Fast 4 Jahre inoffizielle Hauptstadt des sogenannten Islamischen Staates. Kommandozentrale und wichtigster militärischer Stützpunkt. In seiner größten Ausdehnung 2014 hatte das IS-Gebiet etwa die Größe von Großbritannien und überzog weite Teile Syriens und des Irak. 1,5 Jahre dauerte die Schlacht um Raqqa, bis der IS 2017 besiegt war. Noch immer sind weite Teile der Stadt zerstört. Auf den Trümmern und Ruinen geht das Leben wieder seinen Gang. Der Uhrturm am zentralen Platz von Raqqa ist bereits renoviert. 300.000 Einwohner hat Raqqa, überwiegend sunnitische Araber. Die Wiederaufbauarbeiten laufen. Der Lärm der Baumaschinen ist überall zu hören. Es fühlt sich seltsam an für mich in dieser Stadt, die zum Synonym wurde für die Gräueltaten des IS. Die Orangen in Raqqa sind überreif und süß.
Kaum vorstellbar, dass hier der IS seine islamfaschistische Schreckensherrschaft ausgeübt hat. Von hier aus das Land und seine Menschen mit den blutigen Gesetzen der Scharia unterjocht hat. Unmöglich nicht daran zu denken, wer wohl dabei war, wer Widerstand geleistet hat, wer bestraft, ausgepeitscht, getötet wurde. Wer war geflüchtet, wer hat mitgemacht, wer hat gejubelt. Unmöglich nicht daran zu denken, dass Joachim Gerhards Söhne hier gelebt haben und vielleicht auch Maria aus Hallein. Mit dem Taxi nur wenige Autominuten weiter ist der Naim-Platz. Der Platz, an dem die kurdische Kommandantin Roshda Felat, die den Oberbefehl über die demokratischen Kräfte Syriens hatte, damals die Befreiung von Raqqa bekannt gab. Es ist der Platz, an dem der IS öffentlich Enthauptungen durchgeführt, die Köpfe der Menschen auf die Eisenspitzen der Umrandung aufgespießt hatte. Heute ist der Brunnen auf dem Platz renoviert und wieder Treffpunkt für Jugendliche, die hier Selfies machen. Özlem Arseba ist kurdische Regisseurin und versucht, die traumatischen Geschehnisse filmisch aufzuarbeiten. Özlem setzt große Hoffnungen in die autonome Selbstverwaltung, in die Basisdemokratie und Gleichstellung aller Ethnien, Religionen, Geschlechter, in das Gesellschaftsprojekt Rojava. Der Wiederaufbau von Rojava ist das Ergebnis, die Verwirklichung der Träume der Menschen, die hier leben. Sie wollen ein neues Leben aufbauen. Also von der Kultur über den Bildungsbereich bis zum Gesundheitswesen muss alles neu aufgebaut werden. Zuerst muss abgerissen werden, damit Neues entstehen kann. Auch und vor allem gesellschaftlich und ideologisch. Neu aufgebaut ist bereits die historische Stadtmauer von Raqqa aus dem 8. Jahrhundert und das Bagdad-Tor aus dem 12. Jahrhundert. Hier hat einst Harun al-Rashid residiert, der grausame Herrscher aus den Geschichten von Tausend und einer Nacht. Mein Fahrer Sakka holt sich noch rasch Kaffee und dann geht es weiter. Auf den Straßen begegnen uns Öltanklaster, russische Militärfahrzeuge. Und wenige Minuten später amerikanische Militärs. Nirgendwo auf der Welt kommen sich russische und amerikanische Truppeneinheiten so nahe. Es geht um Macht und Einfluss und um Öl. In langen Kolonnen ziehen die Tanklaster vorbei. In Nordostsyrien liegen große Ölvorkommen. Für die Menschen, die hier leben, sind sie wohl mehr Fluch als Segen. Wie sehen die obersten politischen Vertreter die Probleme hier? Ich besuche die Präsidentin der Ratsversammlung des Bezirks Kamischli. Im Stiegenhaus ein Bild von Abdullah Öcalan, dem in der Türkei inhaftierten Führer der sozialistischen kurdischen Arbeiterpartei PKK, von der Türkei und der EU als terroristische Vereinigung eingestuft. Die Bezirkspräsidentin Pervin Yusif ist 34 Jahre alt und empfängt mich in ihrem Büro. Jede Revolution hat Feinde. Unser größter Feind ist der türkische Staat, der nicht will, dass unsere Selbstverwaltung funktioniert. Weiters sind aus der Zeit, als der IS hier geherrscht hat, viele Probleme und Feindschaften geblieben. Es braucht große Anstrengungen, um diese Ideologie zu überwinden. Tatsächlich ist das autonome Kurdengebiet Rojava im Norden von der Türkei bedroht, die sich einen breiten Streifen einverleiben will. Im Süden vom Assad-Regime, im Inneren von Islamisten des IS. Im Nachbarstädtchen Amude herrscht frühmorgens schon reger Betrieb. Studentinnen strömen auf die Universität. Es ist die sogenannte Sinologie-Akademie, ein Lehrstuhl für die Wissenschaft der Frauen. Im autonomen Kurdengebiet gilt absolute Gleichstellung für alle Ethnien und Religionen, für Frauen und Männer. Alle Funktionen in Politik und Wissenschaft, in Verwaltung und Kultur sind mit einer Doppelspitze besetzt. Eine Frau und ein Mann. Nicht nur in der traditionell patriarchalen Gesellschaft Syriens. Ein erstaunlich fortschrittliches Konzept. Der Grad der Freiheit der Frauen ist der Grad der Freiheit der Gesellschaft, heißt es. Die jungen Frauen hier sind Kurdinnen, Araberinnen, assyrische Christen. Sie lernen über die Geschichte des Feminismus, über ihre Rechte und wie sie durchsetzen.
über Selbstverteidigung in Bezug auf häusliche Gewalt, Zwangsheirat, Ehrenmorde. Ein Land ist nur dann frei, wenn die Frauen frei sind, sagt die Professorin. Wer kann mir sagen, was Genealogie genau bedeutet? Genealogie setzt sich aus dem kurdischen Wort Gin für Frau und dem lateinischen Logie für Wissenschaft zusammen. Die Genealogie hat ihren Ursprung im Feminismus. Wir lernen über die Rechte von Frauen, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind, dass die Männer nicht über den Frauen stehen, sondern dass alle gleich sind. Unsere politische Führung möchte, dass wir über unsere Geschichte lernen und das Selbstbewusstsein von Frauen in der Gesellschaft verbreiten. Unsere Demokratie basiert auf Politik und Ethik. Feminismus ist die Grundlage der Genealogie, aber es ist nicht das Gleiche. Wir müssen gemeinsam eine Gesellschaft schaffen, in der Mann und Frau wirklich gleichgestellt sind. Es gibt aber noch sehr viele Ungerechtigkeiten. Frauen müssen kämpfen und sich von der männlichen, dominanten Denkweise befreien. Ich bin wieder zurück im Gästehaus der Autonomieverwaltung. Renas Amer ist Koch hier. Er stammt aus dem kurdischen Städtchen Afrin im Nordwesten Syriens und musste vor 2 Jahren vor der türkischen Militärinvasion fliehen. Seine Heimat ist jetzt von der Türkei besetzt. Vor kurzem hat Renas zufällig auf Facebook Bilder seines eigenen Hauses gefunden, gepostet von einem Unbekannten. In seinem Haus in Afrin, das er und seine Familie verlassen mussten, leben jetzt Türken. Das sind die türkischen Banditen in meinem Haus. Sie haben uns alles weggenommen, unser Land, unsere Häuser. Ich habe diese Fotos zufällig auf Facebook gesehen. Hier sieht man sie auf unserer Terrasse. Sie benutzen unsere Sachen. Das ist mein Wohnzimmer, meine Sessel, mein Tisch, alles unsere Sachen. Ich bin wieder unterwegs. Die Lage ist angespannt. Das Assad-Regime, die Türken, die Islamisten. Von allen Seiten Gefahren. Dazu die USA und die Russen und ständig wechselnde Allianzen. Das hier ist eines der jüngsten Flüchtlingslager in der Gegend. Hier sind die Vertriebenen der türkischen Invasion vom Oktober, als die USA Truppen aus Nordsyrien abzogen und der Türkei den Weg freimachten für den Einfall in die syrischen Kurdengebiete. Abdu Ahmed, der hier seinem Sohn die Haare schneidet, musste mit Frau und Kindern aus Serekanie fliehen. Es war später Nachmittag. Wir waren im Haus, als plötzlich die Angriffe begannen. Luftschläge. Überall am Himmel waren Kampfjets. Wir hatten schreckliche Angst. Dauernd Luftangriffe. Wir haben das Nötigste zusammengepackt und sind geflohen. Als wir hörten, dass hier ein Flüchtlingslager errichtet wird, sind wir hierher gekommen. In wenigen Wochen kamen 10.000 Vertriebene an. Das Lager ist gut organisiert. Die Flüchtlinge haben einen Rat gebildet, der gemeinsam mit der Lagerverwaltung Entscheidungen trifft. Auch hier jeweils mit Doppelspitze, eine Frau und ein Mann. Für die Kinder bin ich eine willkommene Abwechslung im Lageralltag. Bis vor kurzem hatten sie ein Zuhause. Ob sie jemals wieder eines haben werden, ist ungewiss. Im Lager wurden in kürzester Zeit Schulen eingerichtet. Die Kinder lernen im Zelt. Es geht wieder weiter, vorbei an amerikanischen Militärfahrzeugen und an zahllosen Checkpoints der Autonomieverwaltung, an denen wir uns ausweisen müssen. Filmen dürfen wir sie nicht. Ich bin noch einmal bei den kurdischen Frauenmilizen, diesmal bei einer kleineren Einheit. Wieder sind wir auf verschlungenen Pfaden hergefahren, die Handys ausgeschaltet, unter größter Geheimhaltung. Die Kämpferinnen empfangen mich. Die Jüngste ist 17 und erst seit einigen Wochen hier. Die Älteste ist 21. Insgesamt sind es 12 junge Frauen, die sich hier auf den Kampf vorbereiten. Die Kommandantin filmen wir nicht.
Zu groß ist das Risiko einer Entführung oder eines Anschlags auf sie. Avindar mit dem lila Tuch ist die Kampferfahrenste. Sie war in der Schlacht um Raqqa dabei. Die Frauenbataillons waren bei den IS-Kämpfern gefürchtet. Als wir gegen den IS kämpften, hatten die Männer Angst vor uns Frauen. Die IS-Kämpfer sagten, sie fürchten nicht den Tod, aber den Tod durch eine Frau. Sie sagten, wenn Frauen uns töten, kommen wir nicht ins Paradies, sondern in die Hölle. Als wir Fraueneinheiten vorrückten und unsere Parolen riefen, haben sie Panik bekommen. Sie haben ihre Stellungen in panischer Angst verlassen und sind geflohen. Ich kenne die Frauenmilizen seit meiner Kindheit und auch die politische Führung. Seit ich ein Kind war, weiß ich, was die Partei zu den Rechten der Frauen sagt. Es war mein Traum, in die Reihen der Frauenverteidigungseinheiten einzutreten. Als der Kampf begonnen hat, wollte ich mich unbedingt daran beteiligen. Die Befreiung von den Fesseln einer traditionell patriarchalen Gesellschaft, dominanter Väter und Brüder, mag für manche von ihnen ein Motiv sein, sich dem Kampf anzuschließen. Ebenso wie die Befreiung Kurdistans. Einer Frau, die gegen den IS gekämpft hat, sagt kein Mann mehr, wo es lang geht. Unser Leben hier ist gut. Wir haben eine sehr enge Freundschaft und Kameradschaft. Das macht uns sicher. Unsere Verbindung macht uns stärker. Wenn es Schwierigkeiten gibt, stärkt das unseren Zusammenhalt noch mehr. Unser Leben ist unser Kampf. Unser Kampf ist unser Leben. Die Befreiung von Rojava war mein Traum. Und dass wir als Frauen hier in Freiheit leben. Mein Wunsch ist, dass sich Frauen in jedem Lebensbereich entwickeln. Wir müssen in der Gesellschaft wahrgenommen werden und mitbestimmen. Die Befreiung der Frau geht weiter. Und wir siegen. Während sie Tee trinken, wissen die Frauen, der nächste Kampf könnte unmittelbar bevorstehen. Die Ansagen der Türkei, Rojava anzugreifen, sind keine leeren Drohungen. Unser Volk hat Massaker überlebt. Die Türkei greift immer wieder Rojava und Kurdistan an. Wir werden uns als Fraueneinheit dagegen stellen. Wir werden verhindern, dass Erdogan unser Volk vernichtet. Wie ist die Lage? Alles okay bei euch? Frauen und Männer verteidigen die Heimat, singen sie. Wir fürchten die Barbaren nicht und vertreiben sie. Lang lebe Rojava und Kurdistan. Viele ihrer Kameradinnen sind gefallen in der Schlacht um Raqqa und der Schlacht um Kobane. Tausende junge Frauen und Männer, die ihr Leben noch vor sich hatten. Auf dem Soldatenfriedhof in Kobane werden sie betrauert. Die autonome Region Rojava ist seit Jahren im Krieg. Wir hatten jahrelange Angriffe des IS und die Besatzung. Und wir haben überlebt. Jetzt gibt es immer wieder Angriffe der Türkei. Diese ständigen Attacken, diese ständige Unsicherheit beeinträchtigen das Leben der Menschen sehr stark, in allen Bereichen. Diese Frau hat ihre Urenkeltochter im Kampf verloren. Ich wünschte, ich könnte mich für dich opfern, singt sie. Einer Kämpferin haben die Menschen in Kobane ein Denkmal errichtet. Arin Mirkan, 22 Jahre alte Kommandeurin, Mutter zweier Kinder.
Sie hat sich in der Schlacht um Kobane selbst geopfert. Vor der Statue lassen sich kurdische Hochzeitsgesellschaften gerne fotografieren. Arin Mirkan wird als Heldin verehrt. Sie hat sich damals vor den heranrückenden Panzern des IS selbst in die Luft gesprengt und ein Dutzend Dschihadisten mit in den Tod gerissen. Das gilt als die Wende im Krieg gegen den IS. Was würde sie sagen, wenn sie wüsste, dass die Gefahr nicht gebannt ist, dass der IS sich wieder formiert? Wir müssen erkennen, wie gefährlich der IS noch immer ist. Nicht nur Syrer und Menschen im Nahen Osten, die ganze Welt muss die Bedrohung erkennen. Nur so können wir unsere vielfältige und offene Gesellschaft schützen. Am Ende meiner Reise steige ich auf den Hügel Mishtenur im Südwesten von Kobane. Eine strategisch wichtige Anhöhe. Hier starb Arin Mirkan. Und die Menschen fürchten die nächsten Angriffe in Rojava, dem Land des Sonnenuntergangs. Die syrischen Kurdengebiete, eine Reise, die mich sehr beeindruckt hat. Im Weltjournal Plus schauen wir jetzt in die Arabischen Emirate und zeigen den spektakulären Fluchtversuch einer Prinzessin, der Tochter des Herrschers von Dubai. Latifa al-Maktoum versucht, dem goldenen Käfig und der Allmacht des Vaters zu entfliehen. Eine Geschichte wie in einem Spionage-Thriller. Bloß vorerst ohne Happy End. Sehen Sie selbst.